Hey alle zusammen, ich bin Isabella Ariston, euer Ticket in die Welt des Glamours. Denn schon seit meiner Kindheit ist es mein Traum, unglaublich reich zu sein. Warum, fragt ihr euch? Naja, obwohl das ja wohl eigentlich offensichtlich ist, ich meine, wer wäre nicht gerne reich, möchte ich euch ein bisschen von meiner Kindheit erzählen. Kurz gesagt, als ich klein war, kannte ich keinen Luxus. Kein goldenes Wiegenlied, keine glitzernden Spielzeuge. Bis vor ein paar Jahren habe ich in einem Kinderheim gelebt, wo Träume eher aus Staub als aus Sternen bestanden. Ich habe mir die Welt durch den Bildschirm angeguckt, habe die Reichen und Schönen bewundert, Stars und Sternchen, die alles hatten, wovon ich nur träumen konnte. Und nun bin ich volljährig und habe vom Staat ein bisschen Geld bekommen, von dem ich mir diese Absteige hier leisten konnte. Im Vergleich zu dem, was ich früher hatte, ist das jetzt zwar ein Palast, aber lange nicht genug. Ihr könnt es arrogant nennen, aber ich nenne es Überlebensinstinkt. Ihr wollt wissen, was mein Plan ist? Tja, vielleicht sollte ich nicht zu viel verraten. Manchmal sollte man Geheimnisse bewahren, sonst wird's vielleicht zu aufregend. Und wer weiß, wer noch alles auf die Idee kommt, mir nachzueifern. Oder im schlimmsten Fall, egal, vergesst es. Lasst uns einfach sehen, wohin das führt. Nun, heute ist Tag 1 meines epischen Vlogs und während ich mein Frühstück zubereite, möchte ich euch eine goldene Regel für meine Zukunft verraten. Ich werde niemals, wirklich niemals einem langweiligen Job nachgehen. Wer will schon von 9 bis 5 schuften, wenn man auch in Glitzer und Glamour baden kann? Stattdessen habe ich mir überlegt, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen. Eine Schmuckkollektion vielleicht? Glamouröse Accessoires für diejenigen, die das Leben mit Stil leben wollen. Klar muss ich auch hierfür erstmal Materialien finden und so weiter. Aber hey, auch eine Diva wie ich muss manchmal schuften, um ihre Träume zu finanzieren. Das ging schneller als gedacht, denn motiviert wie ich nun mal bin, habe ich direkt den nächsten Bus nach Willow Creek genommen. Hier will ich mich auf die Suche nach einigen, nun ja, wie soll ich sagen, natürlichen Ressourcen machen. Obwohl das Graben im Dreck nicht gerade meine Vorstellung von Spaß ist. Dann auch noch gepaart mit diesem ätzenden Regen. Aber man muss eben Opfer bringen, um die Reichtümer der Welt zu erlangen. Anfangs habe ich nur Müll gefunden, irgendwelche komischen Kalksteine und komische verschlossene Truhen. Aber meine Geduld hat sich ausgezahlt, denn sieh da, nach ein paar Stunden hat nicht nur der Regen aufgehört, sondern ich habe tatsächlich einen funkelnden Diamanten gefunden. Aber das war nicht das Einzige, was ich gefunden habe, nein. Mir ist auch ein interessanter Mann aufgefallen, ein Mann mit einem gewissen Charme. Er hat mich bei meiner Schatzsuche beobachtet und glaubte wohl, ich hätte nicht gesehen, dass er mir nicht widerstehen konnte. Aber ich habe ihn natürlich direkt durchschaut. Ich habe eine großartige Menschenkenntnis, müsst ihr wissen. Er macht auf mich einen einsamen Eindruck. Ich glaube nicht, dass er eine Frau oder Kinder hat. Aber vielleicht, nur vielleicht, hat er ja ein bisschen Geld in der Tasche. Zumindest hat er ein sehr gepflegtes Äußeres. Ich konnte förmlich riechen, dass er Kohle hat. Aber kommen wir zum Punkt. Da dieser Mann offensichtlich angezogen von mir ist, ich meine, er hat mir durchgehend hinterhergeschaut, scheint er mir ein leichtes Opfer zu sein. Ich konnte also nicht anders, als ihn anzusprechen. Ich musste einfach meine verführerischen Künste einsetzen, um diesen einsamen Herrn in meine Fänge zu locken. Aber hört einfach selbst, wie es gelaufen ist. Hey, Sida, Sie können wohl Ihre Augen nicht von mir lassen, nicht wahr? Entschuldigen Sie bitte, es ist nur... Ach, keine Entschuldigung nötig, Süßer. Ich verstehe schon. Also, wer sind Sie? Mein Name ist Gregory Peterson. Ich bin leitender Dozent an der Universität von Rochester und spezialisiert auf Kristallographie. Das ist auch der Grund, warum... Kristallographie, das klingt ja faszinierend. Ich bin auch total an Kristallen und Mineralien fasziniert, wissen Sie? Wirklich, das ist ja überraschend, aber es freut mich, jemanden zu treffen, der sich auch für mein Fachgebiet interessiert. Das passiert nicht häufig mehr. Ehrlich zu sein. Wusstest du, dass einige Kristalle die Fähigkeit haben, Schwingungen in Elektrizität umzuwandeln und umgekehrt? Dieses Phänomen wird als piezoelektrischer Effekt bezeichnet und... Wow, Gregory, das klingt alles sehr faszinierend. Wie wäre es, wenn Sie mir mehr davon bei einem Glas Wein erzählen? Das wäre schön. Ja, gerne. Also, ich wusste doch, dass er viel Geld haben muss. So ein leitender Dozent hat doch viel Geld, oder? Ich bin ehrlich, ich habe schon wieder vergessen, was er danach gefaselt hat. Aber sein Interesse an mir ist nicht zu leugnen. Wir sind jedenfalls ein paar Straßen weiter in ein Restaurant gegangen. Und ich bin ehrlich mit euch, ich habe noch nie zuvor ein so edles Lokal von innen gesehen. Aber ich schätze, so sieht nun meine Zukunft aus. Ich war jedenfalls total überrascht von diesem Gregory. Ich meine, wie kann ein Mensch so viel über Kristalle erzählen? Es war wirklich todlangweilig. Aber natürlich habe ich so getan, als wäre ich total fasziniert von seinem Wissen. Ein paar Stunden später haben wir uns dann voneinander verabschiedet und ich muss sagen, es war ganz nett. Ich meine, er ist vielleicht nicht der aufregendste Typ, aber er hat definitiv Potenzial. Finanziell gesehen natürlich. Schließlich hat er für unseren Restaurantbesuch bezahlt. Etwas anderes hätte ich aber, um ehrlich zu sein, noch nicht geduldet.
Bevor ich schlafen gegangen bin, habe ich ihm noch eine kleine, anzügliche SMS geschrieben. Und ich glaube, er hat es geschluckt. Auch wenn er nicht gerade ein Profi im Flirten ist. Aber egal, dafür bin ich ja zuständig. Seine Aufgabe ist es nur, mir zu verfallen, um meine zukünftige Schmuckkollektion zu finanzieren. Okay, Leute, also während ich gefrühstückt habe, haben Gregory und ich ein paar Nachrichten hin und her geschickt und ich habe das Gefühl, dass Gregory wirklich schüchtern ist. Ich meine, er ist süß und alles, aber ich glaube, er braucht ein wenig mehr Motivation, um den nächsten Schritt zu machen. Also, was kann ich tun, um ihn jetzt zu bringen, mich zu sich nach Hause einzuladen? Vielleicht soll ich ein wenig subtiler sein oder vielleicht doch nicht. Vielleicht muss ich etwas dominanter sein und ihn direkt fragen, aber ich will nicht zu aufdringlich wirken. Vielleicht könnte ich etwas vorschlagen, das irgendwie subtil ist, aber gleichzeitig deutlich macht, dass ich gerne sehen würde, wie er lebt. Ja, das ist es. Ich werde ihm einfach eine Nachricht schicken und vorschlagen, dass wir uns bei ihm treffen. Jetzt müssen wir nur noch auf seine Antwort warten. Er braucht wohl eine Weile. Vielleicht ist er wirklich so schüchtern, wie er sich gibt und weiß nicht so recht, wie er mit einer so direkten Einladung umgehen soll. Ach, da haben wir seine Antwort. Es hat ewig gedauert. Oh hey, immerhin hat er zugestimmt. Ich hatte schon die Befürchtung, dass er zurückziehen würde. Vielleicht ist da ja doch noch ein kleiner Funke Mut in ihm, hm? Wer weiß. So, Freunde, da sind wir. Ich stehe jetzt vor Gregorys Haus. Bevor ich aber reingehe, zeige ich euch noch kurz, welches Outfit ich für mein Treffen mit ihm ausgewählt habe. Ich habe mich für etwas Heißes und Verführerisches entschieden, aber nicht zu Offensichtliches. Subtil, sexy, gleichzeitig elegant und stilvoll. Es betont meine Figur, aber enthüllt noch nicht zu viel. Ich denke, es ist die perfekte Mischung für einen Nachmittag wie diesen. Und jetzt zu Gregorys Haus. Nun, ich muss sagen, es ist groß. Nicht riesig, keine Villa, aber definitiv geräumig. Ich hatte also den richtigen Riecher. Ich bin gespannt, was mich drin erwartet. Also lasst uns mal schauen. Okay, also die Einrichtung ist, nun ja, ein wenig altbacken, sind wir ehrlich. Ich meine, ich sehe fast nur dunkle Holztöne und es könnte das Haus eines alten Opas sein. Naja, Gregory ist ja auch schon um die 50, also im Vergleich zu mir ein alter Knacker. Aber hey, jeder hat eben seinen eigenen Stil, nicht wahr? Aber abgesehen davon, die Holzmöbel hier sehen echt aus, als hätten sie einen gewissen Wert. Aber Moment, ich glaube, Gregory will mir was erzählen, also hört zu. Schau dir diesen Tisch an, Isabella. Hier schleife ich meine Kristalle und Edelsteine. Es ist mein kleines Labor, wenn du so willst. Wow, das sieht wirklich teuer aus. Die müssen echt wertvoll sein, oder? Oh ja, das sind sie. Aber es geht nicht nur um den Wert. Sie sind auch faszinierend. Ich habe zum Beispiel herausgefunden, dass einige dieser Kristalle eine gewisse Anziehungskraft zum Mond haben. Oh nein, Leute, jetzt folgen wieder langweilige Kristallfakten. Aber das ist noch nicht alles. Ich möchte dir ein Geheimnis anvertrauen. Seit 20 Jahren arbeite ich an dieser Kristalltafel hier und seit ein paar Wochen ist sie endlich fertig. Wenn man die Edelsteine nachts beim Mondschein platziert, haben sie tatsächlich verschiedene Auswirkungen auf die Umgebung. Der Amethyst zum Beispiel. Seitdem habe ich viel weniger Schlafprobleme und wache fast jeden Morgen inspiriert auf. Und der Zitrin scheint Geld fast magisch anzuziehen. Ich habe schon öfter den ein oder anderen Simoleon in meinem Haus gefunden. Geld und Inspiration? Das klingt ja fast so gut, um wahr zu sein. Und was ist mit den anderen Edelsteinen? Nun ja, ich bin noch dabei, das herauszufinden, aber ich habe die Vermutung, dass der Hämatit einen vielleicht sogar unsterblich machen könnte. Unsterblichkeit? Oh, das klingt ja tatsächlich interessant. Gregory, meinst du, man könnte das Ganze auch mit Schmuck machen? Stell dir vor, wie faszinierend es wäre, Schmuckstücke herzustellen, die nicht nur schön aussehen, sondern auch magische Eigenschaften haben. Das ist eine interessante Idee, Isabella. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Wenn das funktionieren würde, hätte das wahrscheinlich nicht nur Auswirkungen auf die Umgebung, sondern auch auf den einzelnen Menschen, der diesen Schmuck trägt. Oh, Gregory, denk doch nur mal an die Möglichkeiten. Wir könnten ein unschlagbares Team sein, das die Grenzen der Magie und Wissenschaft sprengt. Gemeinsam könnten wir Dinge erreichen, von denen andere nur träumen können. Oh, Isabella, du weißt genau, wie man einen Mann um den Finger wickelt. Ich muss zugeben, deine Ideen faszinieren mich. Vielleicht könnten wir diese Diskussion ja in etwas privaterer Umgebung fortsetzen. Oh, ja, natürlich, das klingt nach einer spannenden Idee. Habt ihr das gehört? Ich dachte ja wirklich, dieses ganze Geplapper mit den Kristallen wäre öde. Aber wer hätte gedacht, dass daraus etwas so Spannendes entstehen könnte? Ich meine, wenn man durch dieses Hämmer-Dingsbums oder wie auch immer das Ding heißt, unsterblich werden kann und durch den anderen Edelstein Geld bekommt, was können dann wohl noch die ganzen anderen Steine bewirken? Vielleicht gibt es ja sogar noch einen, mit dem man jeden Mann um den Finger wickeln kann. Nicht, dass es mir schwerfallen würde, aber das würde alles natürlich ein bisschen beschleunigen. Gregory habe ich auf jeden Fall schon mal um den Finger gewickelt. Nachdem ich ihm die Idee mit dem Schmuck vorgeschlagen habe, konnte er
er gar nicht mehr genug von mir kriegen. Es hat also nicht lange gedauert, bis wir es ins Schlafzimmer geschafft haben. Genauso schnell war es zugegeben auch wieder vorbei. Noch 2 Minuten, um genau zu sein. Aber hey, was soll man schon von einem Mann erwarten, der sein ganzes Leben lang alleine gelebt und sich nur mit Kristallen beschäftigt hat? Aber hört erst mal her, was er nach unserem Techtelmechtel zu mir gesagt hat. Isabella, ich muss dir was sagen. Seitdem ich dich kennengelernt habe, fühle ich mich lebendiger und glücklicher als je zuvor. Ich kann es kaum in Worte fassen, aber du hast etwas in mir berührt, das ich lange Zeit verloren geglaubt habe. Noch nie zuvor hat mich eine Frau so sehr fasziniert wie du. Dein Interesse an meiner Kristallographie, deine Leidenschaft und deine Ausstrahlung, sie haben mich einfach umgehauen, Isabella. Ich weiß, dass es vielleicht zu früh ist, aber ich kann nicht anders. Ich möchte mit dir zusammen sein. Ich meine, wow, das war viel einfacher, als ich dachte. Ich musste kaum einen Finger krumm machen. Er hat mich fast schon von ganz alleine gefragt. Er scheint wohl mehr als überwältigt gewesen zu sein nach unserem kurzen Techtelmechtel. Naja, wer könnte ihm das auch verübeln? Schließlich bin ich wirklich umwerfend. Aber zu seiner Frage. Natürlich habe ich ja gesagt. Nicht, weil ich ihn liebe oder so, sondern weil ich glaube, dass er mir noch viel über diese Kristalle und deren Fähigkeiten beibringen kann. Und in erster Linie natürlich auch wegen seines Geldes, um ehrlich zu sein. Es ist wirklich erstaunlich, wie einfach das manchmal sein kann, wenn man weiß, wie man die richtigen Knöpfe drückt. Also, meine liebe Glamour Gang, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Was meint ihr? Wie weit wird es mit Gregory gehen? Will er mich vielleicht sogar irgendwann überstürzt heiraten? Wann kann ich ihn wohl fragen, ob ich zu ihm ziehen darf? Schließlich will ich unbedingt raus aus dieser Rumpelbude. Oder habt ihr eine andere Idee, wie ich mein Glück weiterhin suchen könnte? Lasst es mich unbedingt in den Kommentaren wissen und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um meine zukünftigen Vlogs nicht zu verpassen.